Hallo, willkommen zurück zur Tomb Raider. Ja, wir sollten hier raus. Dann müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Ich hatte nämlich keine Ahnung. Die Tür ist nämlich zu. Liegt auch nichts rum. Hier zum Interagieren. So, haben wir schon mal ein Stück Rohr. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich es weiß. Guck mal hier. Haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. So, hier geht er mal hier raus, ne? So, wo sind wir jetzt denn? In irgendeinem Nebenraum. Schön. Gibt's hier denn nichts? Oder? Pfeil und Bogen. Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Ja, ein Bogen. Ein Seil. Schaffen Sie einen Ausgang? Wie einen Ausgang schaffen? Soll ich das denn machen? Soll ich meine dahin zaubern oder was? Ja. Vorsicht. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Nutzen Sie den Seilpfeil, um in Seil gewickelte Feinde oder Objekte heranzuziehen. Okay. Was denn? Ein Tisch oder was? Das nicht. Hat geklappt. Gehen Sie da raus? Natürlich komme ich da raus. Ich bin Lara, Mann. Ich kann alles. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Aha. Danke. Ich heiße Jacob. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Die hat doch eins daraus geholt, oder nicht? Wieso hat denn jetzt zwei? Muss ich nicht verstehen. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. So, erstmal ein paar Pfeile machen, ne? Oh. Mehr habe ich nicht. Ist hier noch mehr, was ich holen kann? Da ist noch einer, der gefoltert worden ist. Guck mal, hier liegt noch was rum. Ein silbernes Zigarettenetui
scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Mhm. Schön, nehmen wir mal mit. So, wie kommen wir hier raus? Wo ist der hin? Hier? Ja, hier ist der hin. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Mhm. Okay. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Jetzt müssen Sie die fragen. Sie müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Ja, erstmal gucke ich hier, was wir noch finden, ne? Hier, guck. Ich will da Ausrüstteile. Halbautomatische Pistole. So, hier ist auch noch was. Da war doch was. Ach so, Tür. Türe, ja, aufmachen. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Okay, dann lass uns das mal machen. Kommando Posten 2, letzter Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Wir reden über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling gestellt. Erwarten wir noch andere? Vermutlich. Nach dem ersten Angriff haben wir die Banken. Eieiei. Sind sie schon wieder? Mit einem Hubschrauber. Ja, sagen wir nichts. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich darum. Ja, ich kümmere mich darum. Okay. Moment, ich hab's gleich. Das war's. Kann losgehen. Okay, fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Wie viel sind denn da? 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß nicht, ob ich die alle platt machen kann. Komm, dreht euch wieder um. Scheiße. Wir sind da, macht euch bereit. Scheiße.
Na komm, zeig dich. Ach komm, ist auch noch einer. So, jetzt ist aber Ruhe hier. So, jetzt plündern wir mal die ganzen Typen hier. Lagen noch mehr rum, oder nicht? Ach, nehmen wir die mal aus hier. Trinkt keiner von denen eine Waffe? Sie hat's wieder kalt, ja, kein Wunder. Ich habe auch keine Winterjacke an. Da ist auch nichts drin. Ich habe wieder auch einen weggemäht, oder nicht? Die waren da oben, wa? Komme ich nach oben hin? Da liegt noch einer. Habe ich ihn übersehen? So, den haben wir. Was haben wir hier noch drin? Ist auch noch was zu mitnehmen. Munition ist immer ganz gut. So, was haben wir noch? Ihr sagt da immer mit dem Computer. Ich kann doch gar nicht benutzen, das Ding. Da macht die nämlich nichts. Und hier kann man auch rein. Hier ist noch eine Kiste. Nehmen wir auch mit. Dass überall diese Computer rumliegen hier. Und Müll, natürlich. Hier ist noch ein Band. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. So. So, was haben wir hier denn? Ein Knopf. Den drücken wir da mal, würde ich sagen. Jacob. Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Ach so. Die ist schon, der ist schon drin. Warum ist der schon drin? Hat sich vorgemogelt oder was? Ach, je. Stellen Sie sich neben dem Pfosten, um eine Seilbrücke zu schaffen. Welchen Pfosten denn? Da ist noch ein Busch, kann ich den aufsammeln? Ist voll. Was? Knacken? Dietrich. Ich habe immer noch keinen Dietrich, verdammt. Ach, ich Idiot. Ich habe ja jetzt auch... Na, ich habe die eine Mission noch gar nicht fertig gemacht, wa? Mist. Kann man nicht irgendwie wieder zurückgehen? Wo soll ich mich hinstellen? Hä?
Sollen da gehen? Stellen Sie sich neben den Pfosten. Ziehen Sie mit dem Bogen auf die Seilrolle. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Ach so. Ach so, okay. Es sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Hier, hier und hier. Erna, ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Kundschafter. Tu das. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken und Trinity will das Artefakt so weit wie möglich. Wir kriegen nichts über Satelliten rein. Zu viele Störungen. Der Wolkendecke, als ob dieser Ort nicht existieren würde. Sollte er auch nicht. Wenn der Prophet die göttliche Quelle wirklich hier versteckt hat, hat er den perfekten Ort ausgesucht. Jacob, was macht er da? Ja, wer weiß das schon? Spring jetzt mal hier drüber her. Vorsichtig, Lara. Ich muss wahrscheinlich ja was hier rum. Aber ich will selbst in diese Runde. Und Kraft. Wir lassen sie am Leben. Vorerst. So, drin sind wir. Aber echt scheiße, wa? Mit den Dingern da. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Mhm. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. So, so. Na dann? Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Naja, geht, war es nur 3 Männchen oder so. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, ja. Schwester. Denk dran. Schwester? Wie Schwester? Habe ich irgendwas verpasst? Was tun Sie? Ja, was wohl? Pläne suchen. Die Menschheit soll gerichtet, die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Aha. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden, weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein. Hier irgendwie raus. Okay.
Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Ah, hier ist noch ein Tape. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. So, so. Ja, und damit würde ich sagen, beende ich die Folge und dann geht's in der nächsten weiter. Also bis dahin, tschüss.